Mein Entwurf zeichnet sich durch seine schmalen und weiten Elemente aus und wird von Mauern, die sich um die Wohneinheiten wie eine Schneckenform winden, umschlossen. Durch einen schmalen, überdachten Gang kommt man zum einen in das Gebäude rein und zum anderen, wenn man diesen weiterläuft, zu Abstellplätzen. Kommt man in das Gebäude rein, entdeckt man ein offen und lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Küche. Hier kommt man über eine Terrasse direkt in den Garten. Des Weiteren ist im Erdgeschoss ein Sanitärbereich platziert. Über Treppen, die durch ein großes, langes Fenster beleuchtet werden, kommt man in das Obergeschoss. Hier kommt man in einem schmalen Flur an, über dem man zwei Schlafzimmer und ein weiteres WC erreichen kann. Das eher offen gehaltene Gebäude ermöglicht durch das Split-Level Blickbeziehungen zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss. Über beide Schlafzimmer hat man den Zugriff auf den Balkon.